Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Heute habe ich mich mal entschieden, mit dem coolen Shy Guy zu fahren. Gelb ist, glaube ich, eine Farbe, die bislang nicht so präsent war im Let's Play. Rot passt aber zu den Reifen. Nehmen wir ihn in Rot. Ja, und zwar mit der Ausstattung, die mir jetzt schon empfohlen wurde, der Fashion Scooter. Und nein, kein pinker Regenschirm. Moment, das muss ich noch umändern. Was nehmen wir? Ja, okay, gut, da... Komm, nehmen wir den Schirm. Der ist eigentlich ganz cool. So, und letztes Mal waren wir bis zum Blood Cup gekommen. Da würde ich mal sagen, testen wir jetzt mal die zweite Hälfte aus. Ansonsten habe ich mir überlegt nochmal, okay, wie machen wir das dann insgesamt? Nachdem wir jetzt schon mal nochmal alles ein zweites Mal durchgefahren sind und nachdem ich versucht habe, ihr überall mal den ersten Platz zu holen, es aber nicht geschafft habe. Ich würde sagen, wir gehen in die gespiegelten Cups. Da haben wir die 150er Bikes, Bikes und Karts und so weiter und so fort. Und ich glaube, das dürfte ein bisschen, ja, zum einen easier werden, aber der Hauptgrund ist halt, dass wir die Streckenführung neu kennenlernen, nämlich halt umgekehrt rum. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mal ganz schön ist. So, ansonsten eine Sache, die ich jetzt gerade nicht mache, nämlich gut fahren. Nein, wir wurden jetzt leider getroffen, nämlich driften. Da habe ich auch unter dem letzten Video einen Kommentar bekommen. Aber ich hatte ja schon unter dem letzten Video angesprochen, dass ich ein bisschen weniger driften möchte hin und wieder in der 200er Klasse. Einfach aus dem Grund, weil mich der Boost halt einfach auch mal zu weit treibt. Und ich glaube, vor allem hier auf der Kuhweide ist man dann vielleicht... Oh nein! Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier zwei Kühe direkt... Oh Gott, ja genau. Genau, direkt hier ins Horn geflogen. Der zwei Kühe getroffen hat und dann auch noch ein Horn. Nee, aber... Manche Boosts sind, glaube ich, ein wenig ungünstig, wenn man... Mist! Doofer Mario. Okay. Oh Gott, im Hintergrund, ihr hört es wahrscheinlich nicht. Aber aus der Küche, da geht gerade die Waschmaschine mega ab. Die habe ich auf Schleudern gestellt. Und wir holen den ersten Sieg. Oh mein Gott, ein gutes Omen. Ein gutes Omen. Leute, es könnte heute klappen. Shy Guy ist voll am Start. Es klingt wie so ein komischer japanischer Name für eine Anime-Figur, die irgendwie so ein krasser Endboss ist oder so. Shy Guy! Okay, auf geht's zu Marios Piste. Ah, ich glaube, die war ein bisschen schwerer, ne? Ja, aber hier, wir beginnen schon mal mit einem Sieg. Das ist alles eigentlich schon okay. Ich bin mal immer wieder vom Gas gegangen, weil ich glaube, dass ich ein bisschen zu früh beschleunigt hatte am Anfang. Habe ich die 200er Klasse ausgewählt? Ich bin nämlich total okay unterwegs. Nein! Direkt in die Banane von Mario geflogen. Ui, Yoshi, der konnte sich durch die Bananen gut wehren. Ha, und er wollte mich erwischen. Keine Chance. Ach, komm schon. Na, schade. Egal, das hat alle betroffen hier vorne. Also wahrscheinlich fast alle. Leute, könnte das hier wirklich so erfolgreich werden, wie keine andere bisherige Folge in der 200er Klasse? Na komm schon, das meine ich. Der Boost, der mich da ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Okay, jetzt, komm schon. Bam, weitere Münzen. Oh mein Gott, knapp an der Banane vorbei. Okay, jetzt hätte ich mir den Sieg auch verdient. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Und das war heute einfach auch mal eine gute Leistung. Erster Platz. Yes, baby. Vor Yoshi gelandet. Oh Mann, ich bin gerade mega happy. Oh Gott, da kommt jetzt irgendwie Plot-Twist. Das ist gar nicht die 200er-Klasse oder so. Oh Mann, bitte nicht. Oder es ist der gespiegelte Cup. Keine Ahnung, vielleicht merke ich das dann im Nachhinein. Vielleicht steht es auch am Anfang immer da. Habe ich nie drauf geachtet.
Na doch, 200. Yes, Leute. Heute ist es richtig skillig, was ihr hier seht. Heute seht ihr die beste Mario Kart Session, die ihr auf YouTube auf meinem Kanal sehen könnt. Ja. Schön erstmal einen globalen Kontext vortäuschen, um dann zu sagen, naja, das, was ihr halt auf meinem Channel habt, ne? Aber ihr wollt mich ja, glaube ich, failen sehen. Ich muss euch halt enttäuschen, ne? Danke, da wurde mir ein Item geklaut, aber auch nur eine Banane, also... Wer das Item benutzt hat, das war schon Banane. Oh, mit einer Banane verteidigt. Nein! Oh nein, bitte nicht. Oh, schade. Ja, ich wollte natürlich Yoshi davor treffen. Denn ich glaube, Yoshi hat im letzten Rennen zumindest den zweiten Platz geholt. Oh nein, warum? Okay. Jetzt aber. Yes, da hat er keine Chance auszuweichen. Okay, Leute, das ist super. Nein, bitte nicht! Yes, die Bombe auch perfekt geworfen. Und Yoshi, der wird eventuell noch überholt. Von Katzenpeach ist es, glaube ich. Die Rosalina. Oh, aber Mario. Mario ist vorbei. Und das könnte der erste Cup-Sieg sein. Leute, 3 Rennen gewonnen. Oh mein Gott, heute läuft es ja richtig gut. Ich weiß nicht, was los ist, aber heute bin ich richtig gut drauf. Vielleicht, weil ich heute Injustice 2 bekommen habe. Was auch jetzt, wenn ihr das seht, im Laufe des Tages hochgeladen wird und auch einige Folgen. Ein anderer Channel, den ich abonniert habe, so ein englischsprachiger, der lädt alles so ein bisschen im Vorhinein schon hoch. Und ja, die haben irgendwie, keine Ahnung, die kriegen die Spiele alle super früh und laden auch noch gesamte Gameplays hoch und so. Finde ich halt ganz hilfreich, um zu wissen, okay, wie lang ist denn so ein Spiel zum Beispiel. Dann habe ich gesehen, Injustice 2 ist recht kompakt. Ja, also kann man mal ganz angenehm durchzocken. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, da einen Blick drauf zu werfen, weil ich habe Bock drauf, wenn ich weiß, worum es geht. Ich finde den Namen auch komisch gewählt. Ich hätte zum Beispiel Batman vs. Superman und Co. oder sowas genannt. Injustice League ist ja halt die ganze Gruppierung um Batman, Superman und so. Aber ja, ich finde mit Injustice, ich persönlich kann da nicht so viel mit anfangen. Ich könnte da eher mit Batman und Superman was anfangen. Und Batman hat ja auch zum Beispiel super geile Spiele in den letzten Jahren gehabt. Deswegen glaube ich schon, dass Batman da durchaus ein stärkeres Zugpferd sein könnte. Und ich glaube auch, wenn man mal Superman im Namen hätte, dann wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Weil ein Superman-Spiel hat es sich ja mal gegeben, aber... Da würden sich manche sicher auch denken, oh cool... Und ich kriege mittlerweile nur noch Münzen, obwohl ich eigentlich schon die volle Anzahl an Münzen habe. Oh nein, jetzt. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Im letzten Moment gewinnt da Yoshi das Rennen noch, obwohl ich da ziemlich perfekt gefahren bin. Egal, Leute. Das ist der erste Cup-Sieg. Yes! Geil, ihr seht gerade nicht, wie ich mit meinen Armen ruder, aber... Ich verfehle zum Glück meinen Mikrofonständer, ansonsten würdet ihr ein lautes Bumm hören. Ich kann es ja mal versuchen, so einfach mal so Bam. Moment. Naja, so laut war es nicht. Das ist ja das Krasse an meinem neuen Mikrofon. Ha, da steht jetzt nicht schade. Glückwunsch, danke. Der Hintergrund sieht so ein bisschen aus wie... Arbeitet von euch jemand mit GIMP? Als würde da dieses Transparentmuster sein... Ich weiß nicht, wie es bei Photoshop ist. Hab, glaube ich, noch nie mit Photoshop wirklich gearbeitet. Aber ja, auf jeden Fall ist es so ein bisschen Transparenz
wirkend. Punkt. So, Shy Guy ist eine gute Sache. Kann man weiter nutzen, die Kombination. Was ist das denn? Blatt. Rote Reifen for the win. Bananencup. Oh nein, die Wüste. Die Wüste, bitte nicht. Nee, aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Davor habe ich, glaube ich, über irgendwas anderes geredet, aber... Naja, whatever. Auf jeden Fall, checkt mal Injustice 2 aus. Ich glaube, das könnte einigen von euch sehr, sehr gut gefallen. Ey, Mann, das ist nicht cool. Oh, oh. Jawohl. Bei Luigi hätte ich lediglich eine Banane weggehauen. Ha! Genau so eine. Oh nein, bitte nicht! Okay, gut. Zwei Stück sind weg. Wodurch denn? Was ich mich frage, wenn ich zum Beispiel 10 Münzen habe und trotzdem noch... Das kriegst du jetzt voll zurück. Oh oh, weg aus dem Weg. Wo ist denn der blaue Panzer hin? Okay, ich dachte, dass der sich schon auf... Ist das Yoshi vor uns? Ja, Yoshi bezogen hätte. Wo kam der denn jetzt her? Ich sehe nichts mehr. Bin irgendwie trotzdem noch der Banane ausgewichen. Ja, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Achso, genau. Das mit den Münzen. Ich frage mich das halt echt, wie es ist, wenn ich zum Beispiel schon 10 Münzen habe und weiter welche sammle. Also klar, schneller werde ich dadurch nicht. Aber wie ist denn das mit Münzen für neue Teile? Wird das irgendwie angerechnet oder so? Ich glaube nicht. Auch nicht euer Ernst. Jetzt nicht noch eine. Ja, immerhin der zweite Platz. Tanuki Mario gewinnt das Ganze hier. Ja, zweiter Cup beginnt mit dem zweiten Platz. Hoffentlich endet es nicht mit der zweiten Position. So war es nämlich beim ersten Cup mit dem ersten Platz. Der zweite Cup jetzt mit dem zweiten Platz. Vielleicht nicht als Gesamtplatz der zweite Platz. Naja, wäre auf jeden Fall schön, wenn es sich nicht so fortführen würde und dann im dritten Dritter werden, im vierten Vierter. Positiv denken. Start schon gewonnen. Oh. Okay, gut. Warum nach hinten? Ich habe nicht nach hinten gedrückt. Okay, solange Tanuki Mario nicht hier in der Nähe ist, ist alles okay. Nein. Okay, okay, Leute. Alles gut. Kriegen das noch hin? Ja, ey, komm schon jetzt. Also irgendwann ist auch mal gut, oder? Naja, sagt er und flog in seine eigene Bombe. Das wird jetzt eine epische letzte Runde, hoffentlich. Ach, komm schon. Schneller.
Naja, immerhin der vierte Platz. Tanuki Mario hat das wieder gewonnen. Ach, das... Nee, der ist Zweiter geworden. Ja, sehr schön. Yoshi hat das Ganze gewonnen. Und dadurch wird es nochmal ein bisschen enger, als wenn Mario gewonnen hätte. Boah, Glück gehabt. Eieiei, 6 Punkte trennen uns noch. Ja, ich hoffe, dass wir nochmal den Sieg holen werden. Komm schon. Bowser auf der 3. Tschüss, Tanuki Mario. Oh, das sieht so routiniert aus mittlerweile, ne? Oh, sagt er und floh. Ja, okay, gut. Ich sollte sowas nicht sagen. Gerade ich nicht. Okay. Die Abkürzung kann man auch ohne Pilz nehmen. Okay, das sah gut aus. Nein, komm schon. Ja, Mann, natürlich ein roter Panzer, der mich erwischen muss. Okay, danke. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, wir müssen Tanuki Mario wenigstens noch kriegen. Okay, Yoshi gewinnt das Ganze. Na, es wird jetzt eng, ne? Oh Mann, Yoshi. Ui, der ist auf und davon. Ah Mann, schwierig. Jetzt muss eigentlich alles gegen Yoshi klappen. Egal, Leute, wir haben heute einen Gesamtsieg geholt. Und das ist schon mal mehr, als ich in den letzten x Let's Play-Folgen geschafft habe. Letztes Rennen. Oh nein, bitte. Oh Gott. Schade. Wenn es so gut läuft, aber man merkt schon im Vorhinein, okay, das wird nichts. Oh mein Gott, oh Mann, das war knapp. Oh! Okay, das war okay. Yes! Nein, ich muss Yoshi treffen, verdammt! Luigi ist gar nicht so schlimm. Yoshi hätte ich treffen müssen. Oh Gott, meine Hand verkrampft sich gerade so extrem. Das ist echt schlimm, ne? Ach, komm schon, ja. Ja, natürlich. Oh.
Nein! Okay, Yoshi wird Zweiter. Oh mein Gott, das könnte noch eng werden mit... Moment. Luigi wird Zweiter, meine ich. Yoshi... Nein! Ey, ich bitte euch, zu dem Zeitpunkt, als wir über die Linie gefahren sind, da war Yoshi noch Dritter, aber Tanuki Mario kam doch vorbei. Ja, so wie ich es prophezeit hatte, jetzt ist es der zweite Platz geworden. Wir haben im zweiten Platz begonnen, im zweiten Cup. Der zweite Platz ist es im Endeffekt auch geworden. Ey, aber das war gut. Das war, glaube ich, beides mal gut. Wahrscheinlich die besten Leistungen, die ich in Mario Kart bis jetzt gezeigt habe. Damit bin ich happy. Schade nur, dass Yoshi nicht punktgleich mit uns Erster geworden ist. Dann hätten wir hier einen weiteren goldenen Pokal gehabt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber vieles, wenn man es versucht und immer weiter an sich arbeitet und immer besser in Mario Kart 8 Deluxe wird und immer mehr Sachen freischaltet. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle vielmals fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ich gönne meiner rechten Hand jetzt mal eine Pause, damit ich hier nicht irgendwie, keine Ahnung, was kann man da alles von bekommen, damit sie nicht bricht, sage ich mal, oder... Naja, gut, so fühlt sich eigentlich an, wenn man 4 Stunden Abi-Klausur geschrieben hat. So ungefähr eigentlich, aber naja, Mario Kart 8 Deluxe geht auch. Gut, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn dem so ist, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge wieder bei Mario Kart 8 Deluxe. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.